Hallo, ich bin VR-Dings von den We Are Nerds. Wie ihr wahrscheinlich schon auf unserer Seite gelesen habt, ist es nun doch möglich, Alien Isolation mit dem DevKit 2 der Oculus Rift zu spielen. Dazu müsst ihr nur ganz kleine Änderungen an dem Spiel vornehmen und schon funktioniert das Ganze bei uns sogar reibungslos. Ich war sehr erstaunt, wie einfach das Ganze funktioniert und wir wollen, nachdem wir euch gezeigt haben, wie ihr das einstellt, auch einen kurzen Blick in das Spiel präsentieren, aber wirklich nur einen ganz kurzen, denn wir müssen das Spiel auch erstmal in Ruhe selber spielen und werden euch dann in den kommenden Tagen nochmal ein gesamtes Fazit präsentieren, wenn wir wirklich ein paar Stunden Spielerfahrungen vorweisen können, denn man weiß ja nie am Anfang genau, wie sich das Ganze mit der Oculus Rift entwickelt. So, und dann denke ich mal, fangen wir einfach mal mit den Einstellungen an. So, hier seht ihr die Webseite der We Are Nerds und der Yigal hat ja schon einen Artikel verfasst, in dem eigentlich alles steht. Aber ich zeige euch das trotzdem noch einmal, wie das funktioniert. Und zwar geht ihr einfach auf euren Steam-Ordner, sucht das Spiel Alien Isolation, geht dort auf Data und sucht euch die Datei Engine Settings. Und ich habe jetzt hier noch mal eine Backup-Datei, die ich natürlich mittlerweile auch schon verändert habe. Aber ganz einfach, ihr sucht hier oben nach der Stelle, wo steht Setting Name Stereo Mode. Und an diese Stelle kopiert ihr einfach das, was hier steht. Diesen kleinen Text nehmt ihr und kopiert... Oh, das war falsch. Na, jetzt mache ich es auch schon falsch. Und kopiert das hier rein. Setting... Genau, Setting Name Stereo Mode bis hier runter und dann einfügen und schon ist alles, was ihr an der Datei ändern müsst, getan. Ihr drückt dann noch auf Speichern und schon ist das Ganze abgeschlossen. Jetzt gibt es nur noch zwei kleine Sachen, die ihr machen müsst und zwar öffnet ihr eure Einstellungen für die Oculus Rift, also dieses kleine Programm hier und geht dann auf Display Mode und wählt hier den Extend Mode aus. Das ist ganz wichtig, sonst funktioniert das nicht und drückt auf Übernehmen. Wenn ihr das getan habt, geht ihr nochmal auf Tools und hier findet ihr dann Pause Service. So, damit pausiert ihr den Service von der Oculus Rift und das ist ganz wichtig, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Da drückt ihr einfach einmal auf Ja und OK und was müsst ihr jetzt machen? Nichts mehr. Einfach nur das Spiel starten und das machen wir jetzt auch mal und wir sind gleich zurück und sind dann mitten im Spiel mit euch. So, und da sind wir auch schon. Ihr seht jetzt hier den Startbildschirm vom Spiel. Ihr könnt eure Sicht immer wieder zurücksetzen, indem ihr, ich weiß nicht, sieht man das schon, genau, beide Schultertasten auf eurem Gamepad gleichzeitig drückt. Bam, bam, springt das Bild hier hin und her, weil es kann immer mal sein, dass es natürlich nicht mehr da sitzt, wo es sitzen sollte. Dann einfach beide Schultertasten drücken und schon ist die Sicht wieder zurückgesetzt. Dann drücken wir einfach mal A. Jetzt sehen wir hier das Menü. Das kann man alles recht gut lesen und schon mal gleich ein Tipp zum Start. Ich hatte ein bisschen das Problem, dass es ein wenig geruckelt hat beim Bewegen des Kopfes und dazu einfach hier dieses SSAO deaktivieren. Steht jetzt hier wieder auf Standard. Ich hatte es vorhin ausgemacht. Genau. Einfach wieder ausschalten und übernehmen. Und dann wollen wir mal das Spiel starten. Ups, ich bin nicht auf Einstellungsspiel. Spiel starten. Alien Isolation. Spiel starten. Mittel. Ah, nein, wir wollen mal von vorne anfangen. Wollen Sie wirklich ein neues Spiel starten? Ja. So, jetzt haben wir hier so ein Menü, was wir relativ schlecht sehen. Da sollen wir die Helligkeit einstellen. Da machen wir einfach mal weiter. Und jetzt lädt das Ganze. Was schön ist, dass es auf jeden Fall schon gleich mit dem Kopf mitgeht. Verursacht dadurch eigentlich keine Übelkeit. Es ist kein starres Bild. Es bewegt sich mit. Super gemacht. Obwohl der Rift Support ja eigentlich gar nicht da ist. So, und jetzt kommt hier das Intro. Was hierbei auffällt, ihr habt jetzt hier in den Cutscenes das so... dass das wie ein Monitor vor euch ist. Also ihr schaut hier auf eine große Leinwand und schaut euch das quasi an. Ja, dadurch ist das auf jeden Fall möglich, das sich komfortabel anzuschauen. Ich denke mal, sonst gäbe es da Probleme, aber da es jetzt einfach ist, wie als ob man auf einen Monitor schaut, ist das super gelöst. Funktioniert einfach. So kurz kann ich das sagen. Aber wir wollen uns das jetzt nicht alles hier anschauen, sondern machen einfach mal weiter.
Jetzt kommt hier das nächste Video, das ist auch 2D auf einem Monitor zu sehen. Cool wäre es natürlich noch, wenn das Bild zumindest dreidimensional wäre. Das ist es aber nicht. Es geht um ihre Mutter. So, wenn wir A halten, können wir das auch überspringen. Und dann können wir mal uns ein wenig im Spiel umsehen. Jetzt lädt er wieder kurz. Aber wir sollten gleich aufwachen. Genau, das ist ein bisschen komisch. Weil wir uns in dem Moment nicht selber bewegen, sondern bewegt werden. Und das ist natürlich in der Rift immer ein bisschen blöd hier. Das Aufstehen und so, nicht ganz so sauber. Aber das ist jetzt geschafft und jetzt können wir rumlaufen. Und das funktioniert 1A. Na, ich habe, glaube ich, wieder so ein ganz leichtes Stocken im Bild. Gucken wir mal nochmal, ob meine Einstellungen noch so sind, wie ich so wollte. Weil vorhin war das dann eigentlich weg. Nö, sieht eigentlich alles gut aus. Dann geht es vielleicht einfach gleich weg. Gut, dann machen wir mal hier weiter. Es ist aber auf jeden Fall nicht schlimm. Jetzt ist es auch, glaube ich, gar nicht da. Manchmal hat man so ein kleines Stocken im Bild. Boah, das ist natürlich komisch, wenn man sich so runterbeugt, aber in Wirklichkeit gar nicht sich runterbeugt mit der Rift. Dann wollen wir gleich mal was ausprobieren. Yeah! Das funktioniert. Das ist schon mal cool. Also ihr könnt euch schön um die Ecken herumlehnen und schauen, was es da gibt. Hier flackert das Licht. Die Grafik ist natürlich sehr cool. Es ist halt auch kein kleines Indie-Game oder irgendeine kurze Tech-Demo. Es ist halt ein echtes, vollwertiges Spiel. Hier die Schrift kann man lesen, ist aber recht schwer. Es ging es auch schnell weg, dann konnte ich es doch nicht lesen. Benutzen etc. Das kann ich hier lesen, wenn das auftaucht. Spiel speichern kann ich auch lesen. Das funktioniert soweit. Sieht auch an sich alles hier wirklich schön aus. Aber mit den Texten, das ist natürlich auf Dauer recht schwierig. Das hatte ich auch schon gelesen bei Reddit. Das funktioniert noch nicht so gut. Mal schauen, ob es da noch demnächst andere Möglichkeiten gibt, dass vielleicht irgendwie es eine Modifikation gibt, damit der Text etwas größer dargestellt wird, weil dann könnte man das eigentlich perfekt spielen, dieses Spiel. Obwohl ich nicht weiß, ob man die Texte jetzt überhaupt so sehr benötigt. Jetzt gehen wir mal hier rein. Hier steht ja einer. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Venostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Gut, ja, wir wollen jetzt hier nicht so viel Story spielen. Schauen wir uns noch ein bisschen um hier. Was können wir noch so machen? Ja, ich glaube, euch jetzt hier kurz was zu zeigen, ist nicht möglich. Hui, ja, das sieht alles sehr, sehr schick aus. Wie versprochen, die Tage kommt ein Video, wo wir das alles hier nochmal ein bisschen zusammenfassen, auch was die Story angeht, was den Gruselfaktor angeht, etc. etc. Aber im Moment soll das erstmal reichen. Ihr seht jetzt, das funktioniert und das funktioniert sogar erstaunlicherweise recht gut. Und es ist gar nicht so schwer, das zu modifizieren, damit es überhaupt funktioniert. Wenn ihr das Spiel habt, dann müsst ihr das unbedingt testen. Und wenn ihr es nicht habt, überlegt euch, ob ihr das kauft. Es gibt es zurzeit in diesen Bundles zur Grafikkarte von AMD. Da müsst ihr mal schauen. Da gibt es dadurch jetzt viele Verkäufer, die natürlich billig solche Keys anbieten. Und ich habe das jetzt, glaube ich, für 20 Euro mir geschnappt, das Spiel. Habe auch gelesen, dass auch Leute schon für 10 Euro bekommen haben. Da müsst ihr einfach mal schauen, mir war es die 20 Euro jetzt wert, weil ich es direkt heute auf jeden Fall spielen wollte und nicht noch lange gucken wollte. Aber da findet ihr auf jeden Fall ein günstiges Angebot. Gut, das war's soweit. Ich bin VR-Dings von den We Are Nerds und danke fürs Zuschauen.